So, aus dem Getümmel sind wir gerade draußen. Eigentlich wollten wir die Driftshow jetzt noch mal machen. Sind eine Dreiviertelstunde früher jetzt extra dorthin, um in der ersten Reihe zu stehen. Ja, von wegen in der ersten Reihe. Ihr habt es eigentlich gerade eindeutig gut gesehen. Ja, also man hat es ja eigentlich gerade schon gut gesehen. Ich weiß eigentlich auch noch nicht genau, wie der Plan war, weil wir wollen schon ganz sehen, aber in der dritten, vierten Reihe dann hinten, sogar noch weiter hinten, wie wir eigentlich vorher waren, kriegen wir einfach keine gescheiten Aufnahmen im Gimbal hin. Und ja, jetzt gucken wir mal, jetzt latschen wir halt doch nochmal durch die Hallen durch und schauen, dass wir es morgen oder so, stehen wir halt 3 Stunden vorher da und chillen unsere Reihe halt in der Sonne und lassen sie kochen. Das wird wieder so nicht rein. Ja. Wir haben einen Masterplan gefunden. Heute war eigentlich mal geplant, dass wir alle A-Hallen machen. Das sind auch so 6 oder so oder 7. Und das war dann morgen alle B-Hallen machen. Das sind dann auch wieder 6 oder 7. Also gucken wir jetzt mal und schauen, was wir hier drinnen noch alles finden. Weil jetzt sollte ja hier drinnen eigentlich nur sein, ruhiger sein, wenn dort draußen die Hölle abgeht. Dominik, hast du noch was zu sagen? Nee, außer geile Autos und den Supercar, den haben wir noch nicht gefunden. Aber natürlich sind wir noch auf der Jagd danach. Weil den lassen wir uns nicht entgehen, wenn es zumindest einen hier gibt. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Aber naja, lassen wir uns überraschen, oder? Oh, wohin rennt der jetzt schon wieder? Was hat er denn jetzt schon wieder gefunden? Der Typ hier, der ist schnell, ey. Also, es ist Kurzfassung, weil ich verblabber mich eh wieder. Kurzfassung definitiv. Wir hatten einen wunderschönen BMW gesehen, wo ich mir dachte, hey komm, dann nutzen wir mal das Gimbal richtig aus, was wir auch getan haben. Haben ein paar schöne Bilder gemacht und die Besitzer bzw. die Aussteller kamen zu uns und haben gesagt, hey Leute, hört zu, kommt mal, wenn ihr fertig seid, zu uns. Und ja, das haben wir auch getan. Dementsprechend haben wir jetzt beide eine kalte Pepsi Max bekommen. Mega cool. Übergeil. Übergeil. Wir waren beide so vernarrt, ich glaube über eine Viertelstunde in dieses Auto, ja, bis er halt auf uns zugekommen ist. Und hi, wieso nicht? Mega cool, nette Menschen hier. Ich feiere es jedes Mal, deswegen freue ich mich, dass es auch noch weitergeht. Ranzoom, Wegzoom, super, aber am Schluss bist du zu weit weg. Das ist zu weit weg für. Aber schon besser, viel besser. Der Anfang sieht gut aus eigentlich. Weißt du, was mir auch noch gefallen würde? Aha. Wenn du irgendwo, ich würde sagen, hier in der Mitte anfängst, ja, und dann so einen Schnitt hier vorne machst. So ja, ich würde es eher hier anfangen und versuchen, so eine halbe Kurve hinzubekommen. Du meinst jetzt hier, also wir fahren jetzt hier? Ja, also wenn dann circa ab hier, ja, gehst du nach vorne. Und hörst, wenn, dann vielleicht irgendwo hier auch. Also du gehst mit der Kamera schon mit dem Blickwinkel in die Richtung, ja, machst aber,
du selbst drehst doch nicht zu stark, aber du drehst die Kamera. Ja. Und zwar wenn, dann vielleicht irgendwo hier. Weiß nicht, könnte mir gut vorstellen. Sowas um den Dreh rum. Oder wie gesagt, was ich auch schon gemeint habe, war bei den Autos die Führung hier. Ja. Ist auch wunderschön. Wenn du so die Kanten lang fährst. Ja, wir haben immer mal wieder ein bisschen Probleme, will ich nicht sagen. Aber das muss natürlich auch gelernt sein, eine schöne Gimbelfahrt hinzubekommen. Und das ist wirklich verdammt schwierig. Wir sind beim Gimbel dieses Mal auf weniger ausgewiesen. Wir haben keinen automatischen Zoom drin, kein Mikrofon extra angerichtet, kein Bildschirm, obwohl das vielleicht gar nicht mal so scheiße gewesen wäre. Das bereue ich vielleicht ein bisschen mehr, aber den Akku zu wechseln, wird mich, glaube ich, ein bisschen nerven und stressen. Vielleicht passt es auch dem Dominik jetzt auch eher mal ein ganz simplen Gimbal zu haben und wer fast gegen die Felgen gelatscht gerade. Uiuiui. Ja. Es ist nicht so einfach, wie es sieht. Es sieht einfacher aus, wie es ist, und das ist es. Oh, Dominik ist wund. Das ist jetzt schon ein Bild wert, allein vom Video. Und wenn ich das sage, ist viel schöner. Richtig schön. Ja? Na Leute, was geht? Ja, euer Gimbelmeister hier im Moment am Werke, am Ausprobieren. Wir haben jetzt heute schon einige gute Aufnahmen gemacht, sind aber noch vieles am Lernen, gerade richtiger Blickwinkel starten oder zu Ende zu bringen. Da müssen wir noch einiges gucken, was wir machen, aber alles in allem sieht schon gar nicht mehr schlecht aus und bin mal gespannt, was vor allem morgen, was wir dann hinkriegen. Weil jetzt sind wir heute richtig eingespielt und morgen mal gucken, was wir draus machen. Ich muss erstmal die Akkus laden. Das auf jeden Fall. Aber alles in allem sind wir zufrieden. Wir haben uns ja vorhin dann doch mal dazu entschieden, die B-Reihe zu machen, als das Driftrennen nicht stattgefunden hat. Und sind jetzt mit der B-Reihe eigentlich auch ziemlich gut durch schon. Waren wir ja heute am Vormittag auch schon zu einem gewissen Punkt. Ich muss persönlich sagen, langsam, ich merke es dann den ganzen Tag schon unterwegs bin. Ist jetzt nicht so, dass ich mega am Arsch bin, aber man ist halt heute auch schon gelaufen. Früh aufgestanden, wir sind ja um 4 aufgestanden, wir haben also hier die Zughinfahrt und sowas um 4 aufgestanden, um 6 los. Das war um 9:30 oder sowas dann langsam mal hier sind. Oder 9:30 war es circa? Ne, 10, 9:30, ja, sowas in der Umdrehung. Ja, mit viel Wartezeiten halt mehr oder weniger. Obwohl es ging eigentlich. Nur Basel war einer. In Basel haben wir 20 Minuten gewartet. 40. Junge, was ist mit deinem Zeitgefühl los? Wir haben 40 Minuten gewartet.